Stell dir vor, die ganzen heißen Hollywood-Models legen dir zu Füßen. Menschen tummeln sich um dich herum und wollen deine Aufmerksamkeit. Jeder hört deinen Geschichten zu und alle denken, du bist der Coolste. Willst du das überhaupt? Nicht wirklich, oder? Wie wäre es stattdessen mit einer Freundin, die zuckersüß ist und herzlich, eine Frau, in die wir uns verlieben können? Eine Frau, mit der wir gemeinsam alt werden könnten? Okay, denn diese Vorstellung ist näher, als du glaubst. Warum denken wir, wir müssten erst krass oder extrovertierter werden, um die Frau zu bekommen, die wir wollen? In diesem Video verrate ich dir eine Alternative, die sich so viel besser anfühlt, als den ganzen nächstbesten Statussymbolen hinterher zu eifern. Wieso denken wir, dass wir extrovertierter, lauter oder mehr Alpha werden müssten, um eine glückliche Beziehung zu Frauen oder auch nur einer besonderen Frau zu führen? Es gibt dafür Gründe, denn wir wurden verarscht. Jeder von uns. Am laufenden Band. Es gibt zum Beispiel einen Grund, wieso die Welt diese unerreichbaren Schönheitsideale propagiert. Und warum ehrliche, treue, intelligente und warmherzige Frauen nicht diejenigen sind, die das Marketing uns suggeriert. Ich muss dir das nicht sagen, aber Frauen sind Menschen, keine Sexobjekte. Wo finden wir die schüchterne, intelligente, süße und warmherzige Frau, in den Medien repräsentiert? Fast nirgendwo. Auf Instagram, in jeder Serie, jedem Film, jeder Werbung, jedem Plakat, jedem Schaufenster und sogar wenn deine Freunde sich über Frauen unterhalten, zählt meistens nur eine Sache: ihr Aussehen. Alle wollen Models um sich herum haben. Kaum einer nimmt einen wirklichen Blick hinter die Kulisse, nimmt einen wirklichen Blick auf ihre inneren Werte. Und dann fragen wir uns, wieso so viele Beziehungen heutzutage nicht mehr so lange halten wie zuvor. Dann fragen wir uns, wieso wir bei dieser Frau gelandet sind und so eine schlechte Ehe geführt haben. Wieso wir verlassen wurden, wieso wir eine Verrückte hatten. Das ist alles eine Frage vom Filtern. Welche Werte haben wir uns ausgesucht? Und Rampensäue sind selten beziehungsfähig. Ob Mann oder Frau. Zahlreiche Studien deuten in eine Richtung. Menschen, die sich zwangsweise profilieren müssen oder ihre Bestätigung nur in der Außenwelt suchen, haben oft so viele Selbstwertprobleme, dass sie einen Partner auch nicht glücklich machen können. Und hier ist das Ding. Frauen, die genauso wie du nicht gerne im Rampenlicht stehen, haben auch ein Talent dafür, sich zu verstecken. Das heißt, sie fallen uns nicht auf. Aber sie sind überall. Und mit ihnen Zeit zu verbringen, Intimität zu genießen, eine Partnerschaft aufzubauen und gemeinsam das Leben zu bestreiten, das ist mit nichts aufzuwiegen. Und diese Frauen sind wunderschön. Innen wie außen. Am Rande bemerkt, ich kenne einige Models, wirklich objektiv, bildhübsche Frauen. Und sie tun sich ebenfalls wegen dieser Sache schwer. Denn auch diesen bildhübschen Frauen fällt es manchmal schwer, Freunde zu finden oder den Mann zu finden, der sie als das wahrnimmt, was sie wirklich ist und nicht die Maske, die andere ihr aufdrücken. Es gibt so viele treue, ehrliche, vertrauenswürdige, wunderschöne und fantastische Frauen. Aber wir leben nun mal in einer Welt voller Masken. Aber ich tue mein Bestes, dir in anderen Videos, die ich dir hier zum Beispiel verlinkt habe, die auch zu zeigen, dass auch ich nur ein Mensch bin, dass ich diese Reise ebenfalls gehen musste, dass ich nicht so geboren wurde und dass du genauso eine Chance hast, die Frauen zu bekommen, die dein Herz möchte. Und du bist auch nicht unschuldig. Denn wenn wir eine Frau mögen, dann setzen wir alle irgendwo eine Maske auf. Stimmt's? Du würdest gerne diese schöne und intelligente Frau dazu bringen, dich nicht nur als Freund zu sehen, dich auch als Mann wahrzunehmen, als Partner, als Liebhaber. Dann trau dich, zu dem zu stehen, was du auch wirklich willst. Wenn es diese eine Frau gibt, die du wirklich magst, aber ihr seid nun mal nur Freunde, dann sag ihr das. Steh zu dir. Du brauchst nicht anders zu werden. Du brauchst nur ein paar neue Dinge probieren. Und das Selbstbewusstsein wiederzubekommen, das in dir von Geburt an eigentlich steckt. Das machen wir seit über 10 Jahren und haben dabei allein im letzten Jahr um die 200 Männern dabei geholfen, Männern wie dir, Männer mit Herz, die Frau auch zu erobern, die sie mögen. Erst nochmal hier offiziell für alle nochmal das Dankeschön auch an Andi. Nun bin richtig unabhängig geworden jetzt endlich. Im Endeffekt war das auch beim zweiten Date, war das genauso, dass ich da einfach nicht lange überlegt habe und die dann im Endeffekt geküsst habe. Also
Das waren schon auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps. Und ja, so wie es jetzt im Moment aussieht, ist halt tatsächlich so, dass ich ja gar kein Interesse habe, im Moment andere Frauen anzusprechen. Und von daher, also ich bin einfach gerade mega happy und bin so froh, dass dass vielleicht auch nur ein, zwei Tipps mir vielleicht geholfen haben, um jetzt vielleicht eine mega geile Frau kennenzulernen und die Frau vielleicht fürs Leben. Wenn du auch die Frau anziehen möchtest, die du magst, glücklich neben mir aufwachen willst, dann muss ich dir allerdings eine Sache sagen. Ich kann dir deinen Erfolg nicht garantieren, aber ich kann dir einen Leitfaden geben und dich dabei begleiten, dass es für dich unausweichlich sein wird, wenn du die Schritte befolgst, die wir dir zeigen, sodass du die Frauen in dein Leben ziehst, die du willst. Und dazu brauchst du kein Arsch zu werden, denn diesen Leitfaden, den bekommst du im 45-minütigen Videokurs. Den Videokurs, den bekommst du in der Beschreibung, beziehungsweise genau hier, sodass die Frauen, die du magst, dich auch mit diesen Augen anschauen werden.